Katja, wichtige Frage. Drei Sachen, ohne die ihr das Haus nicht verlassen würdet. Und zwar, habt ihr, also erste Frage, habt ihr noch Kontakt mit Kahn und Tanja? Mhm. Hey Leute! Was geht? Claudia hier mit? Mit Katja! Ja, ganz genau, Katja! Yay! Und wo sind wir heute? Ich freue mich total. Wir sind heute in Tower of Misery und es ist kein typisches Video, ne? Also so. Nein, wir haben wie uns gedacht, wir machen heute mal wieder eine Talkrunde. Eine ganz normale Talkrunde. Also, falls ihr das gerade, also jetzt gerade ist es freitags und wir drehen es an einem Freitag und es kommt aber an einem Montag online. Das heißt, Freunde, ja, ihr seht es jetzt am Montag, aber wir haben es am Freitag gedreht. Das heißt, auf Instagram und auf YouTube in der Story haben wir tatsächlich Fragen gestellt. Ja. Oder haben wir euch gebeten, dass ihr uns Fragen stellt. Ja, genau. Und das haben wir. Ja, ich würde sagen, da können wir auch gleich direkt starten. Da können wir gleich auch direkt starten. Wir sind gerade. Ach, nächster Thomas, warte noch, okay. Ja. Okay, die erste Frage ist, wann hat René Geburtstag? Ja, ganz einfach, das kann ich euch beantworten. Und zwar im Juli, also Ende Juli hat René Geburtstag. Wann genau, weiß ich jetzt gerade nicht. Oh mein Gott, warum falle ich jetzt schon runter? Ich verstehe das jetzt nicht. Ja, genau, René hat im Juli Geburtstag. Wann genau wissen wir es alle anscheinend nicht. Oh mein Gott, ich bin ja so schlecht jetzt schon. Was waren eure Traumberufe als Kinder? Das ist eine gute Frage, finde ich. Traumberuf als Kinder? Ja. Ich glaube, also, ich wollte auf jeden Fall entweder Dolmetscher werden. Oh, cool. Aber das war mir so, bist du wirklich Kind. Und halt, oder Illustrator. Also so. Cool. Irgendwas zeichnen, irgendwelche Bilder zeichnen, wie zum Beispiel Bücher oder so. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Und, ja. Aber wenn wir so richtig, so wirklich Kindheit denken, dann, ich glaube, vielleicht Friseurin wollte ich. Ich wollte. Ich weiß nicht warum. Frag mich auch nicht. Und bei dir? Ja, also mein Traum, bei mir war es tatsächlich, als Kind wollte ich immer Anwalt, also mein erster Berufswunsch war Anwalt tatsächlich. Anwalt? Und, als Kind? Ja, Anwalt. Ja, als Kind tatsächlich schon Anwalt. Und dann irgendwann später, als ich jugendlich war, wurde es zu Lehrer. Aber oh, nee. Ich habe hab mich jetzt dafür entschieden, Videos auf YouTube zu machen. Also ja, ist doch anders gekommen, als ich gedacht. Bisschen genau. Anders, bisschen anders. Also so Lehrer und so YouTube-Videos. Oh nein! Ich möchte beleben. Nein, okay, mache ich jetzt nicht. Das ist so eine kleine Stage, ich wiederbelebe mich doch nicht jetzt schon. Wie wiederbeleben? Was meinst du? Man kann hier sich wiederbeleben im Spiel. Hä, was ist das wie? Da steht einfach nur beleben. Ganz rot, wenn du das nicht schaffst. Da ja. Da steht da beleben. Und dann kannst du drauf drücken, kannst du Robux bezahlen und da kannst du wieder einsteigen. Katja, cheatest du? Ich cheate nicht, ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht genommen, Claudio, ich hab's nicht genommen! Ich würde sagen, ohne cheaten, also ohne kaufen. Also, sag mal, Katja. Aber wenn man so richtig krass oben ist. Nicht? Ja. Nein? Doch. Nee. Können wir das machen? Nee? Ja. No? Okay. So, aber kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, die Frage passt auch zum Also, passt tatsächlich auch. Weil ich hatte in einer Folge blaue Haare. Das haben vielleicht einige von euch bei Spiel mit mir gesehen. Weil in der Folge bei Chaos Kids wurden mir die Haare blau gefärbt. Mhm. Und da ist auch eine passende Frage. Und zwar, wann färbt sich Claudio die Haare? Bitte, Claudio. Ja, das ist eine gute Frage. Wann färbst du dich? Ey, ich möchte es auch sehen. Ich möchte es wissen. ja. Also, ich hatte ja schon mal die Haare gefärbt. Das weißt du, Katja, oder? Als Jugendlicher? Ich hatte ja mal blond und einmal pink. Das weißt du, oder? Nein. Das weißt du nicht? Du kennst mich nicht mit blonden und pinken Haaren. Was? Nein, kenne ich nicht. Freunde, ich weiß nicht, ob ich das Bild einblenden werde, aber ich zeige, also ich zeige es dann Katja auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall blonde und pinke Haare, bitte mal ja. Blende es ein, bitte. Ich möchte es sehen und ich glaube, die Zuschauer möchten es auch sehen. Ich hatte keine Ahnung. Also ich muss euch sagen, Freunde, ich hab mir so, seit über einem Jahr schon geplant gehabt, die Haare grau zu färben, aber meine Mama ist dagegen und andere Personen auch, deswegen kann ich, also deswegen färbe ich mir sie noch nicht grau. Oh. Aber ich werde das irgendwann in Angriff nehmen. Mach das. Also ja, sind die nur gegen Grau oder nur so insgesamt so Haare färben? Also gegen Grau auf jeden Fall. Habe ich es geschafft? Hä, Katja, guck mal, wo ich bin. Ich hab gerade auch das auch bemerkt und ich dachte mir gerade so, warum bist du Hä? Da? Hä? Ich habe es geschafft und wird. Und Freunde, ihr müsst wissen, ich lese nur die Fragen vor, weil Katja hat momentan Schwierigkeiten mit ihrem Handy oder ihr Handy-Akku ist einfach leer. Deswegen kann sie jetzt keine Fragen vorlesen, um ehrlich zu sein. Ja, genau. Und ich habe es jetzt währenddessen auch geschafft. Lol, okay, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, ich habe es geschafft. Schön, und ich bin gerade wie immer noch am Anfang. Ja, genau, also die Haare zu färben, ja, vielleicht kommt das ja irgendwann, Freunde. Oh, vielleicht kommt das nö, irgendwann. Leute, warum schaffe ich sowas nicht? Das ist doch einfach nur ganz easy und ich kann es mit... Schreibt,
Ja, schreibt jetzt in die Kommentare, was könntet ihr euch bei mir vorstellen? Ich habe ja relativ dunkle Haare, was könntet ihr euch bei mir vorstellen? Grau kann ich mir vorstellen. Okay, wie groß seid ihr, Katja? Ich bin 1,61 Meter. Ja, und ich bin 1,70 tatsächlich, also ich bin etwas größer als Katja, aber auch nicht noch größer. Nicht so wie René, ne? Ja, genau, also René ist über 1,90, Freunde, das müsst ihr wissen, aber genau, ich bin 1,70, Katja ist 1,61. Ja, ich bin relativ klein, also ich weiß noch als, ja, also ich glaube halt, ich weiß halt nicht, ob ihr halt irgendwie so im Kopf habt, dass ich ein bisschen größer bin. Bin ich Leute nicht, ich bin relativ klein. Ich bin eine relativ kleine Person. Warum ist hier Nacht? Wie Nacht? Es ist dunkel bei mir. Lol, ernsthaft? Ich bin gerade in so einer, im Winner Room ist das hier und ich chill ich gerade, voll Ach lustig. So, schön, weil es ist gerade dunkel geworden. Warum auch immer. Oh. Und es sind 9 Sekunden nur auf dem Verbleib und ich bin immer noch ganz am Anfang. Katja, wichtige Frage. 3 Sachen, ohne die ihr das Haus nicht verlassen würdet. So allgemein. So, wenn ich, 3 wenn Sachen, ich, wenn ich, wenn ohne ich die ihr das Haus nicht verlassen würdet. Handy. Ja. Boah, warum ist es so anstrengend? Hä? Also, ja, bei mir ist es, ich kann es ja schon mal antworten, bei mir ist es Hausschlüssel, ja, das Handy und Portemonnaie. Ja, bei mir glaube ich genau auch so genau, aber ich dachte mir so, das kann doch nicht so einfach sein und so. Es müsste vielleicht auch ein bisschen irgendwie so ein tricky sein. Ja, es ist einfach nur... Naja, und neuerdings muss man sagen, auch ohne Maske. Also ich habe auch immer eine Maske dabei. Eine Maske und muss auch... Und wenn ich noch eine Sache aus... Ich weiß jetzt nicht, hey, ich bin im Winner's Room. Es ist doch eine neue Runde. Warum bin ich hier immer noch im Winner's Room? Hä? Warum bist du denn im Winner's Room? Warte, ich gehe hier raus. Ich muss hier wieder rausgehen auch. Ach Mann, jetzt ist die Runde schon ohne mich angefangen. Toll. Ja, wir sind nicht... Ich bin auch nicht weit. Okay, genau. Ja, und Taschentücher tatsächlich. Ich habe... Meine Nase läuft ziemlich oft, muss ich ehrlich sagen, Freunde. Nein. Deswegen habe ich eigentlich immer Taschentücher dabei. Wie bitte? Der arme Claudio, habe ich gesagt. Ja. Wie bitte, hä? Wenn ihr eine Superkraft hättet, welche wäre das? Ich glaube, die Frage haben wir schon öfter beantwortet, aber können wir gerne wieder beantworten. Genau, die Frage können wir gerne beantworten. Ich war gerade so richtig hochkonzentriert einfach nur und wollte das einfach ich hab's unbedingt kriegen. Also so von so typischen Superkräften, ich glaube, unsichtbar sein bei mir. Aber so... Ja. Ehrlich gesagt, brauche ich nicht unbedingt eine Superkraft, also... Also ich bin da nicht so einer, der sagt so, boah, hätte ich die Superkraft. Katja, es geht doch um die Frage, wenn du eine hättest, Katja. Hat jemand Spring aktiviert? Hab ich doch geantwortet. Welche wäre das jetzt? Unsichtbarkeit. So Unsichtbarkeit. Nein, warum hat denn jemand dieses aktiviert? Dieses Springen, das finde ich nicht so cool. Ich war richtig weit. Oder ist das schon jemand fast fertig? Ich hätte tatsächlich, meine Superkraft wäre es ganz easy, Zeitreisen, also wirklich. Nein, würde ich nicht unbedingt machen. Ich weiß, es ist nicht gut, wenn man Zeitreisen will, weil man dadurch viele Sachen durcheinander bringt, aber ich würde Zeitreisen. Naja, also bei mir ist es halt so, ich würde es auch ungern wissen. Also zum Beispiel so Zeitreise an sich, so Doch. In irgendwo. Also das Ding ist, da wo wir gerade sind, also in unserer Zeitleiste finde ich, es ist die beste Zeit jemals. Gerade. Das kann sein, aber ich würde trotzdem. Es würde mich einfach interessieren. Nein, ich habe wirklich Angst davon. Ich habe wirklich Angst davor, irgendwie so die Zukunft zu wissen, weil ich möchte es einfach nicht wissen. Doch. Und weißt du, so auch so Leute, die mich so immer so fragen, so, und was hast du so vor, dann irgendwie so nach der Schule oder zum Beispiel oder so, was hast du insgesamt im Leben vor? Ich möchte nicht darauf antworten. Und so zum Beispiel, was ist, wenn zum Beispiel das wäre? Wie würdest du dann so machen? Nein, ich möchte es nicht beantworten. Ich lebe gerade so, wo ich gerade bin. Und ich möchte nicht wissen, wie es anders wäre. Oder also Freunde, wir können eins festhalten, Katja hat Angst vor der Zukunft oder Zukunftsängste tatsächlich. Ja, ich möchte es halt einfach nur nicht unbedingt wissen. Na gut, Katja, kann ich verstehen, aber... Kannst du verstehen. Wie gesagt, das war meine Superkraft. Warte, ich muss kurz doch einmal die Stage schaffen, dann kann ich die Fragen weiter vorlesen. Okay, jetzt geht's weiter. Könnt ihr euch an Träume erinnern? Oh, ja. Und ich muss doch gleich was dazu sagen. Kannst du es, Katja? An Träume erinnern? Ja. Ja, manchmal. Bestimmt. Ja, also manchmal hat man... Ja, ne?
ich bin so dumm. Ja, genau. Also bei mir ist es halt so meistens so, also meine Träume sind mittlerweile, also ich glaube meistens nicht wirklich so toll, wo ich sagen so werde, so boah, was für ein cooler Traum. Aber auch wenn, es ein Horrortraum ist, ich bin richtig fasziniert von meinem Kopf und was es so für Sachen mein Kopf so generiert quasi. Ja. Also weil auch Horrorträume, auch so Albträume, die ich halt so überhaupt nicht mag zum Beispiel, ich finde die richtig interessant. Also die haben meistens auch so einen guten Plot. Und ich bin so, ja, ich würde es mir weiter angucken. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so schön ist und einfach nur so fröhlich. Ich würde es mir weiter angucken, einfach nur, weil es interessant ist. Also cool, ja, kenne ich. Alle meine Träume sind richtig interessant, finde ich. Ja, cool, Gott, ja. Und bei dir so? Ach, tatsächlich kann ich mich ab und zu an Träume erinnern. Und was mir gerade bemerke, wir können einfach durch die Sachen da durchlaufen, durch diese Laserstrand. Ich dachte mir auch schon so irgendwie so, warte mal, kann man da durchrennen? Ja, das ist voll doof, weil wir hätten es, glaube ich, jetzt beide geschafft, hätten wir es vorher gewusst, aber gut, ist auch nicht schlimm. Jetzt schau mal, guck mal, Katja, wo ich bin. Ich bin kurz vorm Ende und jetzt schaffe ich es nicht wegen der Zeit. Toll. Naja, egal. Ich bin nicht kurz vorm Ende. Ich kann mich tatsächlich auch an meine Träume ab und zu erinnern. Und ich kenne das auch tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich versuche dann ab und zu sogar wieder einzuschlafen, nur um mich wieder an den Traum zu erinnern. Das habe ich so oft. Ja. Und dann reg ich mich oft, dass ich es dann nicht kann. Ja, also kenne ich auf jeden Fall. Also deswegen halt meistens immer so, ich hab deswegen so meine Freunde, die ich so, weißt du so, ich stehe so auf. Mein Traum war irgendwie so richtig, also einfach nur geil oder so. Ich mochte das total. Und auch wenn es zum Beispiel ein Horror ist oder so. Ich bin einfach nur so, erstmal mit meinen Freunden chatten und so sagen, alles, was ich geträumt habe, so als ich aufgestanden bin. Einfach nur, damit ich dann das später nochmal mir anhören kann, also wenn es eine Memo ist. Oder oder halt einfach nur lesen, was ich da geschrieben habe. Einfach nur, weil so nach 5 Minuten, wenn du da aufstehst und wenn du da irgendwie so an andere Sachen denkst oder so, oder TikTok aufmachst oder so, dann kannst du dich nicht mehr dran erinnern. Das ist so krass. Stimmt. Du hast wirklich diesen Zeitlimit von so 5 Minuten, die du dann wirklich, wo du wirklich deinen Traum noch dran erinnerst. Das ist schon interessant, was so der menschliche Körper machen kann. Verstand. Körper? Ja. Verstand? Ja. Vor allem auch, was ich öfter habe in Träumen, ist, dass ich einfach irgendwann so nicht Albträume, aber so Träume habe, wo ich so mit nicht Panikattacken, aber so panisch aufstehe und dann mir denke, ich habe geträumt zum Beispiel, dass ich irgendwie noch etwas abgeben muss für die Schule. Ich denke mir so, aber warte mal, Claudio, du gehst doch gar nicht mehr zur Schule. Und dann stehe ich auf dem, ich so, hey, warte mal, ich muss diese und diese Frist einhalten. Und denke mir so, Moment mal, du bist doch schon ganz lange aus der Schule draußen. Ja, also kenne ich auf jeden Fall. Also, okay, wenn wir jetzt schon bei dem Thema Träumen sind, dann... Ja? Ich, Hau raus! Ich gucke gerade so ein Anime. Ja, wie heißt der? Attack on Titan. Ah, den kenne ich, cool! Ja, und nicht zu viel spoilern, ich bin noch nicht, bei der neuesten Staffel. Ich bin überhaupt nicht weit. Ich bin überhaupt nicht weit, weil alle meine Freunde gucken das und die meinten so, Katja, du musst es auch gucken. Und dann bin ich so, okay, dann gucken wir halt. Ja, und, sehr gut. Und halt, ich habe das letztens auch mit meinen Freunden darüber gesprochen und so. Ich habe ich mag Riesen, also so Gigante und so, also halt so Riesen, also die Titans quasi. Also ich mag es aber halt nicht von der Seite so, oh, die sind cool oder so, sondern ich habe krassen Respekt vor so großen Gestalten. Ich weiß auch nicht, wie ich das wirklich erklären soll, aber so, ich träume auch sehr oft, es sind so Albträume, wo zum Beispiel irgendwie so ein Riesen oder so die Stadt angreift oder so. Und ich mag diese Träume andererseits halt, ich habe richtig viel Angst, einfach nur, weil das ist so eine Situation, wo du einfach nur nicht weißt, was du machen sollst weiter. Zum Beispiel, es ist einfach nur so ein Riesending und du hast wirklich Angst und du bist so, okay, was ist denn los und so. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, aber auf jeden Fall... Krass, nicht, verstehe, was du meinst. Es ist halt so... Ich habe auch Angst so vom Meer und so Wasser, aber, aber ich habe keine Angst davor, aber ich habe so richtig Respekt und ich möchte einfach nur nicht wissen, was da drin ist. Und halt diese Angst, die einfach nur halt irgendwo da drin ist. Unwissenheit. In Unwissenheit auf jeden Fall. Und Angst vor der Unwissenheit, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, und das Ding ist halt so, das interessiert mich auch. Also halt... Mich auch, extrem. Ja, jetzt glaube ich zurück hier. Ja, das Freunde, wir haben erst 2% vom Meer erforscht. Also das musst du dir mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, ne, das ist mega krass. Und ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass ich hier so Angst vor Google Maps habe. Aber ich habe dann mehr so,
nicht Angst, sondern so, wenn ich zum Beispiel einfach nur das sehe, vor allem so auf einem großen Bildschirm, da kriege ich einfach nur eine Panikattacke. Ich weiß das auch nicht. Wenn, krass, ich, wenn ich so zum Beispiel eine Wüste sehe oder vor allem so Ozean oder Meer, dann, wenn es halt so total groß ist und ich sehe das einfach nur, dann habe ich einfach nur, dann denke ich mir so, nein, 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 ich möchte es weg sein, nein, ich möchte es sehen. Also irgendwie so reagiere ich drauf. Und ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Man wird so leicht panisch, ja? Ja, und deswegen halt, ich habe auch, und, aber das Ding ist, ich mache es trotzdem jedes Mal. Ich bin trotzdem jedes Mal so, ich möchte etwas mehr angucken. Ich möchte gucken. Ich möchte diese Angst irgendwie so überwinden. Ich weiß jetzt nicht. Einfach nur so dieses so Neugier. Ich bin neugierig, aber ich habe Angst. Und das ist genau das Gleiche, ja, auch mit den Riesen und so. Und so deswegen gucke ich jetzt auch Attack on Titan und so. Und das ist so dieses Respekt so. Ich habe Angst vor dir, aber ich möchte mehr wissen. Ich möchte, was bist du? Warum existierst du? Und so auch das Ganze so, dieses Ozean, ja, klar, und so. Ach, krass. Krasse Themen heute hier. Ja, auf jeden Fall. Ich laber einfach nur so viel, sorry. Nein, alles gut, Katja, ist doch cool. Cool, danke schön. Boah, ich komme einfach nur nicht weiter. Ich komme einfach nur nicht weiter. Das ist, oh, so. Guck mal, krass, wo ich bin. Ich bin überhaupt nicht weit. Ich bin immer noch bei der Stage 1. Ich komme nicht weiter, Leute. Ich verstehe nicht, nein, was hier los ist. Nein, Katja, guck mal, wo Claudio ist. Hast du wieder gewonnen? Ja, ich hab's wieder geschafft. Ich weiß nicht, aber Tower of Misery geht irgendwie einfach. Nein! Doch, ich hab's geschafft wieder hier. Es geht aber nicht, Claudio, einfach. Hat's geschafft. Bei mir geht's nicht einfach. Ich verstehe nicht, wie das bei dir läuft. So, ich guck mal nach weiteren Fragen. Mögt ihr Käsekuchen? Ja. Also das ist ja die Frage von Livestream, als ich gefragt wurde, welche meine Lieblingssüßigkeit ist. Und ich habe einfach nur geantwortet, Käsekuchen. Weil ich nicht wusste, was ich sonst... Also mittlerweile, okay Leute, ich kann die Frage beantworten. Ich mag Knoppersriegel mit Kokos. Ich mag tatsächlich aber Käsekuchen. Bienenstich ist mein Lieblingskuchen. Welcher? Bienenstich? Ah. Bienenstich und Benjamin Blümchen. Oh. Also beides. Mm. Okay, ich mag Käsekuchen und, ja, eins noch was ist der Honigkuchen, also der russische Honigkuchen. Ah, cool. Ist einfach nur mein Lieblingsding, literally. Also ich kann einfach nur 100 Stück davon essen und ich liebe es so sehr, vor allem das, was meine Mutter backt. Das ist einfach das Beste. Ja, glaube ich dir. Genau. Freunde, es könnte sein, dass ich ein paar Fragen wiederholen zu anderen Talkrunden, aber das ist nicht so schlimm tatsächlich. Es ist nicht so schlimm. Wir haben auch schon seit längerer Zeit keine neue Talkrunde, ja, gemacht. Deswegen, ja, wir antworten einfach nur auf alles, was wir so sehen. Katja! Und was wir denken, das könnte euch ganz sehen. Genau. Ja. Katja, dein peinlichstes Erlebnis oder was dir in den Sinn kommt. Also bei mir gibt es so vieles, da muss ich ehrlich sagen. Also bei mir geht so vieles, aber das Ding ist, so mein Verstand, also mein Kopf versucht das einfach, ja, auszublenden. Meine und auch. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Es sind sehr viele Sachen, aber ich kann nicht mehr dran erinnern, glaube ich. Also Freunde, hier auf der Arbeit, also hier in den Studios, es gibt schon viele peinliche Momente, wenn ich hier am Bielefeld Rolls denke, wie ich damit hier rumgelaufen draußen. Also echt, glaube ich, peinlicher. Manchmal ist es aber auch so, was halt, wenn man einfach nur irgendwas Komisches gesagt hat und so, du erinnerst dich fast, ja, dein ganzes Leben nicht mehr, ja, nicht mehr dran und dann irgendwo so nachts, dann denkst du so, ja, auf einmal ploppt es einfach nur in deinem Kopf und du bist so, warum habe ich das gesagt? Warum, ja, habe ich das gesagt und warum genau jetzt muss ich mich dran erinnern? Also das ist so ein... Katja, also, ja, wirklich, ja, ja, ich kenne das, ich fühle das gerade so, ja, krass. Du bist abends, liegst in deinem Bett, denkst du so, boah, ich war so unangenehm, ja, warum habe ich das gesagt? Ja. Oder boah. Und dann so, erstmal so, dein Gehirn ist so, okay, und dein Gehirn komischerweise macht so, zeigt es dir quasi, also so, als ob damit du es nochmal quasi miterlebst und du denkst so, warum genau jetzt kannst du es nicht für immer, für den Rest des Lebens blocken und, ja, mir, und mich nicht mehr, ich möchte mich nicht dran erinnern, bitte. Ich möchte es nicht sehen in meinem Kopf. Ja, ich fühle das so sehr. Aber das ist so, das Ding ist halt jetzt gerade so, wenn es halt so, wenn du mich danach fragst, dann kann ich mich gerade nicht wirklich krass dran erinnern. Also jetzt grade, ich auch nicht, wie gesagt, es gibt zu viele peinliche Momente. Ja, es wird aber 100 pro heute nachts kommen. Heute Nacht. Ja, denke ich mir auch. Ja, genau. Weil ich dann im Bett da so rumliege. Und auf einmal ist das so, das hast du gerade gesagt. Dann bin ich so, ja, stimmt, habe ich. Schön. Ich möchte. Ja. Übrigens, ich kaufe mir auch tatsächlich die Checkpoints frei, weil, oder dieses Wiederbeleben mache ich, weil ich glaube, dass die Zeit ist halt leider zu kurz, um das zu schaffen. Deswegen kaufe ich mir Checkpoints frei. Aha. Ja, ja. Also bei mir erstmal sagen so, nicht cheaten, Katja, du darfst nicht cheaten. Und dann erstmal so, ja, by the way, ich kaufe mir hier so Points. Ja, tut mir leid. Aber schau mal, sonst würde ich es halt zeitlich nicht schaffen. Wir haben noch 2 Minuten, verdammt, von vorne zu beginnen, wäre halt unmöglich.
So, genau, eine gute Frage, die finde, also die, ich finde die relativ gut, weil da steht einfach, wie geht's euch? Also eine ziemlich wie nette und euch? Allgemeine Frage, aber ziemlich cool. Ja, beantwortet das mal, Claudio. Ja, mir geht's hervorragend, Katja, also ich muss ehrlich sagen, mir geht's echt gut. Es gibt immer Momente, wo es jemandem schlecht geht, aber diese Momente sind auch wichtig und die gehören auch zum Leben dazu, klar. Ja. Aber jetzt gerade geht's mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also... Es läuft alles so, wie ich es mir träume. Schön. Boah, du bist ja so richtig hier Deep Talk. Ja. Es geht halt, also es ist alles gut. Also es ist alles in Ordnung auf jeden Fall. Aber das Ding ist, ich bin mittlerweile sehr müde in meinem ganzen Leben. Es ist so ja, die ganze Woche. Träge, ne? Das Wetter. Ich glaube auch bei mir tatsächlich auch. Also bei mir ist es tatsächlich, liegt es an dem Wetter, weil ich so träge bin. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das bei mir ist. Aber das Ding ist halt so, ich denke so die ganze Zeit, ich schlafe nicht genug, weil ich dann die ganze Zeit so nach Hause komme und einfach nur zocke. Ja, Katja, das kann ich dir bestätigen. Ich bin nicht deine Mama. Ich kann dir das bestätigen. ja, und das ist ein Problem. Aber das Ding ist... Oh, wie gehe ich jetzt runter? Ja. Aber das Ding ist halt so, eigentlich kriege ich... Also, ich schlafe ungefähr so mal 7 Stunden. Ich weiß, ist halt nicht viel, aber eigentlich muss man ja 7-8 Stunden schlafen. Und ich weiß nicht, warum das nicht für mich genug ist. Ja, das stimmt tatsächlich. Also, ich glaube, 7 Stunden sind irgendwie gut oder 6 Stunden vielleicht sogar nur reichen glaube ich schon. Ja, ich muss sagen, mir reichen 6 Stunden, da bin ich am fittesten. Also, wenn ich 8 Stunden manchmal schlafe, dann bin ich so müde. 6 Stunden ist für mich perfekt. Echt jetzt? Ja, nee, 6 Stunden reichen mir vollkommen. Bei mir ist, glaube ich, so 10 Stunden ist für mich perfekt, weil ich glaube. Was? Ja, echt so. Ja, okay, 9 Stunden. Aber oh, hier ist eine Zuschauerin, die schreibt: Hey, Katjo. Hi, Katjo. Hi, Katjo. Katjo, was ist das? Ist es jetzt gerade irgendwie so unser. So ein Name zusammen? Katjo, ja, Katjo. Oh, wir haben endlich einen Namen, Katja. Ja, Katjo. Katjo. Cool. So. Schaut ihr euch manchmal Edits von Fans an? Ja. Klar, auf jeden Fall, schauen wir. Das auf jeden Fall. Mann. Ich kann so, also das Ding ist, man kann so physisch nicht so viel schauen, weil wir leider relativ busy sind. Ja, wir nehmen viel auf, Freunde. Ja. Und um es so zu beantworten. Ja, deswegen, sorry, wenn wir halt kein Feedback geben, aber wir schätzen einfach nur alles, was ihr macht. Also das ist... Genau, wir schätzen eure Arbeit auf jeden Fall sehr. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass überhaupt sich da Leute hinsetzen und über uns Edits oder von uns Edits machen. Das ist so cool. Also das ist so wirklich, also das Ding ist, ich bin ja auch in diesem YouTube-Game quasi nicht zu lange, aber ich finde es einfach nur schon so krass. Es ist so dieses Gefühl so, ich habe euch, ich habe Fans, ich habe Leute, die mich mögen, einfach nur, weil ich da bin. Cool, ne? Es ist richtig cool und ich meine... Wirklich, wir sind so dankbar. Deswegen, ich freue mich einfach nur auf jedes Edit. Also ich freue mich einfach nur auf alles, was ihr macht. Das macht ihr auch richtig schön. Bedanken, ja, vielen Dank, Freunde. Danke. Wir bedanken uns. Ihr seid die Besten. Ja. Ihr seid richtig cool, ehrlich. Auf jeden Fall. So. Warum kann ich nicht? Ich gucke mal weitere. Ja. Ja, eine Frage, wie alt ist Claudio? Ja, Freunde, ich habe es euch doch schon 1000 Mal gesagt, ich bin 18. Claudio ist 18. Also echt, dass man das auch erklären muss. Ja, ich bin 18. Also das Ding ist, ich finde es einfach nur so wirklich witzig, wie Claudio andauernd so sagt so, ja, ich bin 18 und dann so in irgendwelchen Videos ist da so, ja Katja, du bist ja die Jüngste von hier allen und so oder so zum Beispiel. Und dann ist es so, oh nee, warte mal, ich bin doch der Jüngste und so, nein, ich bin ja doch 18. Ja, genau, das stimmt. Du bist immer so, weißt du, so, du gibst immer so, ja, ich bin 18 und dann so, ach, und dann irgendwie so vergisst du, dass du das schon mal sagst und so, und dann bist du so total so. Ja, schon. Warum schaffe ich das nicht? Aber jetzt kommen wir auch, also wie alt ich bin tatsächlich, wurde sehr, sehr häufig gestellt. Und ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt, weil ich habe in einem Video mal gesagt, dass ich im Jahre 2015 meinen Abschluss gemacht habe. Und ich glaube, dann haben Leute so in den Kommentaren noch geschrieben, oh, Claudia hat 2015 den Abschluss gemacht, da müsste er so und so viel alt sein. Genau, aber Katja, jetzt kommen wir zur nächsten Frage, und zwar steht da, wie alt ist Katja? Ich bin doch, im Gegensatz zu Claudio, ich bin da ziemlich offen und sag auf jeden Fall, wie alt ich bin. Ich bin gerade 22 Jahre alt. Ja, 22. Und was? Ja, nix. Und wenn es werden wieder welche schreiben. Also ist Claudio älter als 22? Nein, Freunde, ich bin 18. Claudius 18. Ja, ich bin 18. Sagt einfach nur manchmal so, dass ich die Jüngste bin, einfach nur, weil ich die Jüngste vom Kopf bin. Ja. Ja, genau, nur deswegen. So, mögt ihr malen?
Malen? Also mögt ihr es zu malen? Ja, klar. Katja, rat also, mal, wer da oben ist und Platz 2 ist. Warum bist du Platz 2? Ja, weil jemand anders vor mir schon hier war. Ah, ich hab nur Katja drüben gehört. Auf jeden Fall, ja, mögt ihr es zu malen. Ich kann für Katja schon mal beantworten. Katja liebt es. Also Katja kann, abgesehen davon, dass sie es mag, zu zeichnen. Katja kann sehr, sehr gut zeichnen und Dankeschön. Malen. Zeichnen und malen ist ja nochmal was anderes. Weil zeichnen ist was anderes und malen ist ja was anderes. Ich verstehe, ich glaube, beides weiß nicht den Unterschied. Zeichnen ist mehr so Sketches und so? Ich weiß genau. Nicht. Genau. Zeichnen ist eher so Skizzen und sowas machen. Also so zeichnen halt. Und malen ist so Sachen ausmalen. Weißt du, wie im Kindergarten so malen. So mit Buntstiften und ich ausmalen. Dann, ja, ich mag dann mehr zeichnen statt malen. Also so, ja. Weil so Farbtheorie ist bei mir zwar in Ordnung, aber ich mache mehr so. Also das Ding ist halt, wenn ich irgendwas zeichne, dann zeichne ich meistens Leute. Also so. Und ja. Ja, und meistens so in meinem eigenen Stil, wie ich das mache. Aber ich habe das auch schon seit längerer Zeit nicht gemacht, einfach nur, weil ich keine Zeit dazu finde, leider. Aber ja, irgendwann mal wird schon so weit sein, ja, dass ich dann weiter irgendwie zeichne. Aber ich denke so manchmal so, boah, ich habe eigentlich so krasse Hobbys früher gehabt und so. Ich habe ja auch sogar Cosplay gemacht. Und jetzt mittlerweile einfach nur alles vergessen und so. Und ich denke mir so manchmal so, boah, es wäre schon so cool, wenn ich dann irgendwie so weiter irgendwie so mehr zeichne und auch so ein Cosplay mache oder so. Ah, anstrengend. Ja. Was macht euch zwei glücklich? Oh, coole Frage. Ah, warum bin ich wieder auf der Seite? Ja, Katja schreit hier wieder rum, aber hey. Ja, was macht dich glücklich, Claudio? Ich kann es ja nicht einfach beantworten. Ist vielleicht kitschig die Antwort oder halt sehr standardgemäß. Aber tatsächlich, wenn es meiner Familie und meinem Umfeld halt gut geht, also wenn ich glückliche Menschen um mich herum habe, dann geht es mir gut. Also wenn es vor allem meiner Mama gut geht, dann geht es mir gut. Also wirklich, ich brauche nicht viel. Ich brauche einfach nur eine fröhliche Familie und dann geht es mir gut. Aber ist auch so. Also ja. Ist wirklich so. Also das Ding ist so, wenn es einfach nur alles gut läuft und irgendwie halt kein Stress und alles gut drauf, dann macht es mich auch fröhlich. Also, ja, wenn halt jemand traurig ist und so, also vor allem von so entweder Familie oder, ja, oder Freunde, dann halt, da bist du einfach nur, dann da zieht es dich auch selber runter. Deswegen, also ich finde ja, also es muss nicht, also es muss einfach nur allen gut gehen, damit es dir selbst auch gut geht. Ja, ich bin halt, man muss auch dazu sagen, ich glaube Katja jetzt wahrscheinlich auch, aber ich bin halt ein sehr, sehr familiärer Mensch. Also ich bin halt oft mit der Familie, ich habe auch eine relativ große Familie, muss man sagen, aber ja, deshalb. Ja, also das Ding ist halt, ich hab zwar auch eine große Familie, aber ich glaube, wir sind halt nicht alle so krass immer zusammen. Ich habe quasi nur meine Mutter und meine Geschwister, mit denen ich richtig viel Zeit unternehme. Das schon. Cool. Aber so zum Beispiel irgendwie so eine Oma oder so, oder weil halt das Ding ist halt so, meine Familie ist halt einfach nur überall. Ja, und das, ich dir. Also halt nicht alle an einem Ort oder so zum Beispiel. Und das halt. Davon kann ich dir ein Buch schreiben, Katja. Ja, das stimmt. Katja und ich. Ja, also es stimmt, meine beiden Omas tatsächlich leben auch nicht in Deutschland. Und ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, Katja, wie du dich fühlst. Ja. Also ich bin da. Also ich liebe die zwar und so, aber also ich hab die auch gern, aber leider halt kann ich auch nicht so oft mit denen irgendwas zusammen machen, weil... Genau, das kenne ich so gut. Anderes Land. Ja. Leider auch wegen heutigen Situation richtig anstrengend und schwierig. Ja, also schwierig, ja. aber genau, das damit haben Katja, also bei dir auch wahrscheinlich das, ja, Land, ja, oder? Wenn, ja, wenn es deinem Umfeld und deinen Nächsten und deinen Liebsten halt gut geht und die glücklich sind, dann bist du auch wahrscheinlich auch glücklich. Klar, auf jeden Fall. Ja, genau, also Katja und ich haben dieselbe Antwort relativ. Obwohl, das Ding ist halt so, meine Freunde sagen dann dauernd so, dass ich, also die haben immer so immer das Gefühl, also halt, ich habe Freunde auch von verschiedenen Ländern, also aus verschiedenen Ländern und so, und wir sind meistens immer so im Discord und spielen da irgendwas zusammen. Und die denken die ganze Zeit, dass es mir irgendwie schlecht geht, obwohl halt, ich bin einfach nur so eine Person, die einfach nur sehr gerne einfach nur sich abschaltet. Und ja, klar, halt, kenne ich. Und es heißt nicht so, dass ich irgendwie halt schlecht drauf bin. Ich bin einfach nur gerade irgendwo in meinem Kopf und ich bin dann so. ja. Und deswegen halt, die denken dann dauernd, dass es irgendwie mir irgendwie immer schlecht geht. Geht's nicht. Ich bin einfach nur so eine bisschen komische Person, deswegen. Ah! Ich bin gerade runtergefallen. Ja. Oh, schade. Aber das war auch so. Ach nein, jetzt. Ich bin auch zurückgegangen, ne? Ich bin so eine. Oh. Aber ja, okay, also falls ihr.
falls sie mich auch vielleicht, also das mache ich eigentlich relativ oft, also deswegen Leute, falls sie mich dann irgendwann mal auch irgendwie so auf der Straße seht und ich bin einfach nur, ich sehe so aus, als ob ich richtig schlecht gelaunt bin, bin ich nicht, Leute, es ist einfach nur mein, so sehe ich einfach nur aus und so, vielleicht komme ich rüber, aber ich bin eigentlich immer ein sehr positiver Mensch, also ich denke richtig immer positiv und halt, und wie gesagt, wenn alle fröhlich drumherum sind, dann bin ich auch richtig fröhlich. Ja, hier schreibt auch immer, Claudia, du schaffst das. Ja, ich hab's auch geschafft. Ich bin wieder ganz weit oben. Ich glaube, das ist schon das vierte Mal. Warum? Wie kannst du? Wie? Ich weiß nicht. Und zwei weitere Fragen. Das ist auch eine relativ allgemeine Frage. Wann hat Claudia und wann hat Katja Geburtstag? Also beide Fragen tatsächlich von derselben Person auch. Ich habe am 15. Oktober Geburtstag, Katja. Und du? Am 15. Oktober. Ich habe am 29. Juli Geburtstag. Ah, okay, ja. Cool. Stimmt, du, René, seid ja Löwen. Wir sind die Löwen. Ja. Die sind die Löwen. Was ist euer Lieblingsbrettspiel? Ich überlege gerade, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich relativ schlicht. Obwohl es kein Brettspiel. Also mein Lieblings. Okay, wenn wir sagen Brettspiel, dann ist es tatsächlich bei mir Monopoly, muss ich sagen. Echt? Also so, ja, Monopoly. So richtig. Classic, ja, Classic, Standard. Ja. Ja, Monopoly. Brettspiel. Bei dir? Also, ich spiele sehr wenig Brettspiele. Ja. Aber was habe ich denn so gespielt, was ich so mochte? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, ich kann schon mal sagen, was Katja, glaube ich, auch, was spielst du gerne, also es gibt ein Kartenspiel, das könnte Katja kennen, oder das kennt sie auf jeden Fall, aber ob sie das spielt, weiß ich nicht. Katja, spielst du gerne Durak? Ja, gerne? Ja, ja. Ja, oder? Ja. Durak ist ziemlich cool. Ich habe das immer als Kind gespielt. Ja, ich habe das als Jugendlicher gespielt und in der Schule haben wir das immer gespielt. Durak ist das beste und coolste Kartenspiel jemals. Ja. Das ist auch, das kommt ja auch tatsächlich aus Russland. Ja, oder ja, ja, also, genau. Ja, genau. Also, ja. Durak heißt auch Dummkopf. Auf ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das so heißt, aber ja. Aber ich habe das auch schon seit sehr langer Zeit nicht gespielt. Boah, das ist... Müssen wir mal wieder spielen. Müssen wir wieder auch spielen, ja, stimmt. Boah, die Zeit ist wieder... Ja, Katja, jetzt noch eine andere Sache. Jetzt, was ist denn dein Lieblingsbrettspiel? Komm jetzt auch raus. Lieblingsbrettspiel? Ja, ich würde mal sagen, einfach nur so, das ist jetzt kein Brettspiel, aber so auch Kartenspiel. So. Ja, ne? Ich würde mal sagen, so Cards Against Humanity oder so vielleicht. So mehr so Gesellschaftsspiele, weil so Brettspiele habe ich eigentlich wenig gespielt. Wenn ich so schon so irgendwas spiele, dann... Mehr halt so in Discord, wie zum Beispiel so Gartic Phone oder so mit Freunden. Aber keine so richtigen Brettspiele. Gartic Phone, ja? Gartic Phone liebe ich einfach nur. Okay. Oh, hier eine Frage tatsächlich von Felix. An dieser Stelle liebe Grüße an dich, Felix. Aber Felix! Was ist, also, beziehungsweise euer Lieblings-Pokémon? Ich habe Pokémon nie geguckt und nie gespielt. Ah, stimmt. Oh nein! Aber ich kann. Oh. Ich kann so. Ich weiß nicht, wen ich mag. Also ich kenne mich nicht aus mit Pokémon. Überhaupt nicht, leider. Und ehrlich gesagt. Ah, warum mache ich das? Ja, du musst warten. Ich weiß. Das habe ich gerade auch zum zweiten Mal gemacht. Das war gerade von mir ein sehr, sehr Durak-Move. Ja, also Durak. Genau. Also einfach nur das nachgemacht, was Katja gemacht hat. Was hast du denn? Was ist denn dein Lieblings-Pokémon? Ich überlege gerade, ich habe halt. Freunde, kennt ihr das, wenn ihr. Also ich spiele ab und zu die älteren Editionen immer. Ich spiele so immer Pokémon Rot, Pokémon Gold oder so spiele ich. Und dann habe ich meistens immer dieselben 6 Starter-Pokémon, die ich in meinem. Oh, ich habe es jetzt endlich geschafft. Genau, die ich in meinem Team habe. Ich glaube aber tatsächlich, mein Lieblings-Pokémon ist, muss ich sagen, Enzon. Okay, kenne ich nicht. Enzon. Den hab ich auch. Ah, hier Enzon. Schaut mal, Freunde. Hier ist Enzon. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Wer ist das? Enton. Das ist so eine Ente, die hat immer Kopfschmerzen, fasst sich immer an den Kopf. Enton. Heißt er nicht auf Englisch Psyduck oder so? Ja, genau, irgendwie so. Ja, das, ich kenn komischerweise nur die englischen Namen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, frage ich mich auch. Aber gut. Ja. So. Da schreibt doch jemand, wie alt seid ihr? Und Claudio sagt nicht 18. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Hat er schon gesagt. Wenn ihr kein YouTube machen würdet, welchen Job würdet ihr machen? Oh, wow. Wow. Oh. Bei dir kann man es eigentlich leicht beantworten. Bei mir? Kann man das leicht beantworten? Ja. Du würdest Videos cutten, also du würdest... Ah ja, stimmt. Stimmt. Ich war gerade so... Ja, ich dachte so gerade überhaupt nichts mit YouTube oder so, ja.
Aber Videos. Ach, okay, ja, okay, hast recht. Sagen wir, okay, du hast recht. Gute Frage. Wenn wir nichts mit YouTube zu tun hätten, dann was würden wir machen? Ja, gute Frage. Oder gute Aussage von dir, Katja. Ich würde vielleicht, weil ich habe ja jetzt, ich habe ja Ausbildung zum. Also, hast du auch. Ja, wir haben beide dieselbe Ausbildung. Wir haben beide dieselbe Ausbildung gemacht. Also dann würde ich vielleicht irgendwie für so einen, ich kann mir schon vorstellen, irgendwie so für so einen Sender arbeiten und irgendwie so Ton oder Regie machen, quasi ein Bildregie oder so. Also ja. Wenn ich das schon mal gemacht habe, dann würde ich auch sowas machen. Ne? wenn ich das schon gelernt habe. Ich glaube tatsächlich, ich würde in den Einzelhandel wieder gehen. Also ich würde wieder im Einzelhandel arbeiten. Echt? Bin ich ganz ehrlich. Ja. Hat mir auch Spaß gemacht eine Zeit lang. Also ich habe auch zwar, ich hab Praktikum im Einzelhandel gemacht, irgendwie, für mich war das nicht wirklich, also es hat schon Spaß gemacht, aber ich würde es nicht für, also ich würde was anderes, ich würde mehr was Kreatives machen, auf jeden Fall. Oh ja. Nein, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich bin absichtlich runtergesprungen, weil ich da wieder starten will, wo ich war, aber ich hoffe, ich komme jetzt bei der, ja, ich komme wieder bei der selben Stage an, sehr gut. Ja, genau. Warte, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Ah, wieder runtergefallen, Claudio. Oh, so, ja. Machen wir wieder. Oh, das habe ich auch jetzt komischerweise geschafft. Also, nicht die Stage, sondern nur die. Lieblingslied, ah, das habt ihr auch schon beantwortet. Lieblingslied, ich habe so viele. Ja. Gerade höre ich zurzeit richtig viel Oliver Tree. Mann, ich bin schon wieder runtergefallen, was soll das? Okay. Ja, ich schaff's nicht mehr, ist egal. Oder ich probier's noch einmal. Ja, erzähl weiter. Also zurzeit höre ich richtig viel Oliver Tree und ich würde mal sagen, ich mag fast alle seine Lieder. Einfach nur, also im Auto einfach nur durchgehend nur alle seine Songs. Der hat, glaube ich, bis jetzt auch nur ein Album. Und dann höre ich einfach nur das einfach nur alles auf Repeat. Ja. Ja, also ich habe es gibt so viele Lieder, die ich mag. Ich höre sehr, sehr viel Hip-Hop und sehr, sehr viel R&B, aber Old R&B, also 2000 R&B und so. Boah, Aber meine Lieblingslieder tatsächlich sind nicht, hat gar nicht mit R&B zu tun, sondern es sind New Soul und Bleeding Love tatsächlich. Frag mich nicht, warum, Katja. Ich kann die beiden Texte auswendig. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, muss ich mal anhören auf jeden Fall. Bleeding Love von Leona Lewis und New Soul. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Tut mir leid, Freunde. Googelt's einfach. Also, wenn so ein Alltimer-Songs sind, was ich so wirklich mag, ich glaube, so mittlerweile bin ich so eins von meinen Lieblingsliedern schon seit der Kindheit, ist Bonnie M. Sunny. Ist so ein 70er-Lied, was ich einfach nur liebe. Okay. Ich liebe es einfach nur so sehr. Ich habe es heute auch, als ich zur Arbeit gefahren bin, habe ich es auch im Auto gehört. Und so richtige 70er-Feelings gehabt. Freunde, ich lese hier sehr, sehr viele Fragen tatsächlich, die so richtig, richtig privat sind. Wie zum Beispiel, wann habt ihr euch das erste Mal verliebt oder hat Claudio eine Freundin oder so? Freunde, das würde ich sagen, heben wir uns auf für vielleicht eine weitere Talkrunde, wenn ihr Lust darauf habt. Eine private Talkrunde. Ja, genau, so eine private Talkrunde, wo wir wirklich sehr, sehr private Fragen beantworten vielleicht. Das können wir vielleicht mal in einem anderen Video besprechen. Ich hätte auch nichts gegen, ne? Ja, ich auch nicht tatsächlich. Nö. Wir sind da relativ ich stelle mich den Fragen. Ja, let's go. Solange sie nichts mit meinem Alter zu tun haben. Ja, also, ich meine, die Frage kannst du auch beantworten. Du bist ja 18. Ja, genau, stimmt. Die Frage kannst du auch beantworten. Eigentlich eine einfache Frage. Was ist euer Lieblingsfilm tatsächlich? Also, okay, so einfach ist es nicht tatsächlich. Nein, es ist nicht einfach. Also, bei mir eigentlich schon, weil Aladdin ist gesetzt. Aber ich habe noch einen anderen Lieblingsfilm. Und zwar 8 Mile ist mein Lieblingsfilm. Hatte ich auch schon mal in der Talkrunde mit Danja beantwortet. Was für ein Film? 8 Mile, der von Eminem, der. Ach so, der 8 Mile. Mhm. Ja, verstehe ich, genau. Was habe ich denn als mein Lieblingsfilm? Also, ich mag. Das ist, glaube ich, der Film, wo ich, den ich halt mehrmals mir angucken kann. Also, ich kann mir richtig 100 Mal angucken und ich bin immer noch damit zufrieden. Und, ich glaube, so Marvel-Filme. Ich mag Marvel-Filme total. Also, ich gucke sehr gerne Marvel. Und. Also, Filme ist immer so eine Frage. Ich kann mich nicht entscheiden, welche meine Lieblingsfilme sind. Okay. Nee, eins kann ich wirklich, kann ich das relativ gut sagen. 5-Zimmer-Küche sag. Ja. Ah, der wurde mir auch empfohlen, den würde ich mir angucken. Den muss mir noch Felix ausleihen auf DVD. Also Felix, hier nochmal ein kleiner Reminder, du musst mir den Film noch ausleihen. Ja, also, hey, hallo, der wurde dir empfohlen. Von wem denn wohl? Ja, von Donny und von Katja. Ja, die sind totale Fans.
Und die Serie ja. What We Do in the Shadows ist einfach noch meine Lieblingsserie. Ich liebe die einfach nur überall. Also das Ding ist halt so, die Frage mehr, sollte mehr sein, was ist deine Lieblingsserie? Weil so Filme, ich gucke sehr gerne Marvel-Reihe, also ich gucke alle Marvel-Filme und von der Marvel-Reihe ist mein Lieblingsfilm, glaube ich, also mein Lieblingsfilm aus der Marvel-Reihe. Ich glaube Ant-Man. Ich bin da sehr komisch drauf. Ich mag Ant-Man. Ich liebe Ant-Man. ja. Aha. Genau. Ja, Claudio kann da nicht wirklich mitreden, aber ich glaube, das ist so, Ant-Man ist einfach nur ein Typ, der sich sehr klein machen kann. So, kommen wir zu den letzten zwei Fragen tatsächlich. Die haben auch. Okay. Ja, genau. Kommen wir zu den zwei letzten Fragen, Katja. Und zwar haben die letzten Fragen was mit ehemaligen Crewmitgliedern zu tun. Und zwar, erste Frage, habt ihr noch Kontakt mit Khan und Danja? Können wir euch beide relativ einfach beantworten. Katja, willst du es tun? Also, ich antworte sehr gerne. Wir haben Kontakt. Wir haben Kontakt zueinander. Wir sind immer noch sehr gute Freunde. Es ist nicht so, dass wir jetzt einfach nur auf einmal uns irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben. Ich glaube, bei dir ist es ja auch so, ne? Genau. Ich habe es auch, perfekter Abschluss. Ich habe es auch hier wieder geschafft, den letzten Tower. Ja, ich glaube, bei uns beiden ist es tatsächlich entgegengesetzt. Also sprich, ich habe, glaube ich, täglich Kontakt mit Khan und du hast täglich Kontakt mit Danja. Mit Danja, ja. Also, genau. Ja, mittlerweile leider nicht täglich, einfach nur, weil Danja relativ, die hat richtig viel zu tun. Also, bei Danja einfach nur so durchzukommen und einfach nur zu sagen, hey, hast du Zeit, irgendwas zu machen? Das ist so, nein, habe ich keine Zeit. Ich muss das machen, ich muss dies machen. Die ist halt da richtig krass am Hasseln. Ja. Ja, genau. Und wir haben. Wir finden genau, warte, perfekt. Ich schließe mal kurz an und wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, supportet ihr beide bei dem, was die machen? Ja. Also, Katja hat es gerade angesprochen, die beiden hassen bzw. arbeiten sehr, sehr viel. Die arbeiten sieben Tage die Woche. Mhm. Großen Respekt an euch beide. Ich glaube, ja, man kann einfach nur positive Dinge über die beiden verlieren und sagen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit den beiden zu arbeiten. Sehr, sehr witzige Menschen, sehr tolle Menschen, sehr unterhaltsame Menschen. Ich habe sehr, sehr vieles gelernt von beiden und wünsche den beiden nur das Beste. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall immer noch in gutem Kontakt. Wir finden auch das, was die machen, ist einfach nur, cool. Richtig cool. Okay, und ich muss eins zugeben, Khan und Danja, ihr werdet das wahrscheinlich auch sehen, ab und zu mal sieht man ein Video von den beiden, denkt sich, okay, die Idee finde ich cool, dann wird vielleicht mal das Video auch gemacht. Bisschen gescampt, ab und zu werden die Ideen auch gescampt, aber das wissen die beiden noch. Das kennt ihr von Claudio, also das kann einfach nur nicht anders sein, ne? Das ist ganz normal, Khan und Danja. Klar. Also an dieser Stelle liebe Grüße an euch. Also an dieser Stelle einfach nur alles Gute an die beiden und das ist doch ein perfekter Abschluss. Also das ist ein perfekter Abschluss und vor allem, ich schaffe dieses Ding überhaupt nicht. Also Tower of Misery ist ein No für mich. Einfach nur, weil ich das nicht für mich schon. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Tower geschafft. Ich habe einfach nur nichts geschafft, leider. Freunde, oder an den Cutter, schreibt es mal hier in die Kommentare, wie oft ich den Tower geschafft habe oder wie oft ich die verschiedenen Towers geschafft habe. Ich glaube, ich habe ein oder zwei nicht geschafft, aber sonst habe ich alle geschafft, also viermal oder so. Gut für dich. Naja. Sorry, no flex. Ja, Freunde, wenn euch die Talkrunde wieder mal gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Sollen wir das weiterhin so beibehalten? Sollen wir freitags die Fragerunde machen und das Video vorproduzieren und dann am Montag soll das kommen, ja. Also, habt ihr mehr Bock drauf, vielleicht auf die private Fragen, die wir auch noch vielleicht beantworten können? Ja, genau. Schreibt es in die Kommentare, habt ihr noch Lust auf eine sehr, sehr intime und private Talkrunde, dann schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es in den Kommentaren wissen, einen Daumen hoch da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Ganz genau! Ja, ciao!